ماشي.
ich jetzt hierher geflogen bin, war 500 Euro und da haben noch zwei Tage gefehlt. Ah, okay. Ja. Ich hätte gedacht, dass es eher etwas wärmer ist. Ja, glaube ich auch. Der scheint die ganze Zeit zu unterschätzen, dass wir das doch auch kein Problem. Ich wollte uns eine mal in den Schatten schicken. Eingang hier alles schon verziert, solche schöne tolle Farbe und alles noch original. Je tiefer, je schöner sind die Farben, je besser erhalten. Was heißt das? Als Napoleon hier war, war das Grabmal nur teilweise mit Sand geschützt. Also hier am Eingang war frei, deshalb teilweise verbittert. Ein tolles Grabmal, geht man geradeaus und auf einmal die Vorkammer hier findet man Rohwinde. Oder nur teilweise verputzt. Das heißt, der Frau ist plötzlich gestorben. Was passiert in diesem Fall? Die besten Künstler werden gesammelt und wir haben noch 70 Tage. Versuchen wir unser Bestes zu machen. Am wichtigsten ist die Sargkammer. So, nicht hier weitergearbeitet, sondern in der Sargkammer. Hier 70 Tage war lang genug. Die ganze Sargkammer verziert, schön bemalt, aber bemerkt man den Unterschied. Einfache Qualität von den Farben im Vergleich mit den schönen Farben am Eingang. Am Eingang findet man tief und erhabene Reliefs. Hier aber nur einfache Wandmalerei, keine Zeit zu reliefieren. Und auch die Decke hier hervorragend poliert. Alles flach, aber die Decke hier sehr schlecht poliert. Das heißt keine Zeit, um was Schönes zu machen. Das Grabmal ist sehr, sehr schön. Ist leicht beim Gehen, nicht anstrengend. Ist das breiteste Grabmal, 5 Meter breit. Der Achse ist gerade. Kein Problem mit dem Sauerstoff. Aber auch ein Vorteil, sie stehen hier am Ende der Achse, kann man immer den Ausgang oder das Licht von dem Ausgang sehen, so kein Problem, sogar für die Gäste, die Platzangst haben. Klar? Wir haben Glück, das Grabmal ist jetzt noch leer. Die Reisebüsse, die großen, noch nicht da. Ich bestimme für meine Gäste keine Zeit hier. Warum kann sein, am Eingang leer, aber die Sargkammer zu voll? Dann dauert länger Zeit. Aber falls leer ist, einfach zu empfehlen, gehen Sie rein bis zum Ende und machen Sie viele Fotos wie möglich. Das kann man später in Ruhe anschauen. Warum mit diesem Grabmal Ramses IX angefangen? Ich mache das wie Steigerung. Obwohl sehr schön, aber das nächste Grabmal ist noch schöner. Und das dritte wird am schönsten. Ramses IX, lange regiert, aber nicht stark, nicht reich genug. Deshalb 20 Jahre war nicht lang genug zu vollenden. Ramses I. war stark und reich, aber war schon zu alt. Thron von Ägypten bestiegen, er war über 60 Jahre alt. Deshalb von dem ersten Regierungstag hat er sich entschieden für eine kleine, schöne, tiefe Sargkammer.
Er hat Ägypten nur 18 Monate lang regiert. So die ganze Arbeit innerhalb von 18 Monaten. Und in dieser Kammer ist sie schon bemalt. Ja, einfache Wandmalerei, aber schauen Sie bitte mal, wie schön, wie gut erhalten sind die Farben. Für mich sogar die Farben hier sind schöner, intensiver als in dem ersten Grabmal. Ja, der Korridor unvollendet. Hätte er noch ein paar Monate lang gelebt, hätten wir einen der schönsten Gräber gehabt. Aber dieser Kammer ist schön genug. Eine Besonderheit von diesem Grabmal ist der große Sargobag. In dem ersten Grabmal kein Sargobag, hier aber ein Sargobag. Dieser Sargobag, 33 Stunden schwer. In den Gräber, der große Sargobag, was am kleinsten gefunden, 30 Tonnen schwer, was am größten, 100 Tonnen schwer. Jeder Pharao hat vier Särge ineinander gehabt. Genau wie Tutanchamun. Der goldene Sarg, der hölzerne Sarg, wurden getragen auf den Schultern der Priester bei der Bestattungsfeier auf der anderen Seite. Die Mumie zu dieser Seite gebracht. Dann wartet am Nil ein Sargobag aus Stein, aber muss leicht und klein sein. Was heißt leicht hier? 2 bis 5 Tonnen schwer. Wurde hochgezogen und gebracht zu diesem Tal. Und in dem Grabmal wartet der große Sargobag. Die kleinen Särge sind geklaut. Nur in ein paar Gräber hat man den großen Sargobag gefunden. Hier ist aus Grenzstein und ist super erhalten. Sehr sehenswert. Aber ich muss mal sagen, anstrengend, relativ tief. Sie sind jung, Sie alle können das leicht schaffen. Runterzugehen ist sehr einfach, das Problem ist hochzukommen. Machen Sie das langsam. Aber später, wer von Ihnen glaubt, oh mein Gott, so tiefes Grabmal. Nein, im Vergleich mit anderen Gräbern, das ist ein einfaches Grabmal. Das tiefste Grabmal ist dreifach tiefer als dieses hier. Klar? So, dieses Grabmal zeige ich nur kleine Gruppe. Genau wie heute. Die Karten zeigen Sie am Eingang. Pharao, lange regiert, aber nicht reich oder stark genug. Der zweite, kurz regiert, aber stark und reich. Dieser aber lange regiert, sehr stark und sehr reich. Deshalb ein tolles Grabmal hatte er gehabt. Wie heißt der Pharao? Ramses III. Er hat Ägypten über 30 Jahre lang regiert. Vom Anfang wollte er ein tolles, schönes Grabmal haben. Aber bitte die Vorstellung haben, damals war mit Sand zugeschüttet. Oberirdisch war nur die Spitze von dem Berg. Und nur eine Handvoll der Priester wussten, wo die Gräber versteckt sind, verborgen sind. Der Pharao wollte sein schönes Grabmal bauen und er wollte sein Grabmal in dieser Ecke haben. Priester waren bekannt, hier befindet sich ein Nachbargrabmal von einem König, heißt Amun-Mis. Aber es ist ein kleines Grabmal. So tief in Felsen gehauen ist die Sargkammer. Klar? So, Sie haben der Pharao gezeigt. Wollen Sie in dieser Ecke ein Grabmal hauen? Okay, hier soll der Eingang von dem neuen Grabmal sein. Und dann können Sie ein tiefes Grabmal haben, wie Sie wollen. Klar? Er hat gefragt, ach, ist das der richtige Platz, die richtige Qualität von dem Stein? Normalerweise, die Handwerker müssen die Qualität von dem Stein testen. Das heißt, ein paar Meter tief hauen, falls die gute Qualität weiterarbeitet, falls nicht mit der Arbeit aufhören. Das haben die Handwerker hier gemacht, tolle Qualität von dem Stein. So, er hat alles richtig gemacht. Aber trotzdem zweimal Pech gehabt, zwei Probleme hatte er hier gehabt. Ein Problem war leicht zu lösen. Was für ein Problem? Schauen Sie bitte mal, jahrelang gearbeitet in dem Grabmal, jahrelang. Und so gerade ist die Achse. Aber leider, die Priester haben einen Fehler gemacht. Die Sargkammer von dem Nachbargrabmal ist noch tiefer. Und das heißt, die Achse ist geschlossen mit der Sargkammer.
klar? Ja. Geradeaus, dann stopp. Aber Glück gehabt, warum? Das war an der Grenze von der Sarkau. Nur ein Meter rechts und da könnte man noch mal gerade Achse haben. Das erste Problem ist gelöst, aber Besonderheit von diesem Grabmal, solche Achse. Das zweite Problem, schauen Sie bitte mal, wie tief und wie lang. Und damals, das war Teamwork. Was heißt das? Alle arbeiten gleichzeitig. Für mich ist es genau wie Mercedes, Autofabrik, Automontagefabrik. Jeder macht was. Aber alles gleichzeitig, klar? Und Fachleute. Eine Gruppe, nur Meißel und Hammer und hier hauen, 1-2 Meter tief. Am nächsten Tag im Tal der Königinnen arbeiten, am dritten Tag in einem Tal, an einem Grabmal von einem reichen Mann und so weiter. Gleichzeitig eine zweite Gruppe, den Bauschutt rausbringen. Eine dritte Gruppe, die Wände polieren. Andere Gruppe, verputzen. Klar? Künstler vom Anfang, kleine Papiersäule und diese Motive von dem Leben nach dem Tod zeichnen. Und die Priester müssen dem V.O. alles erklären. Klar, einfach wie möglich. Der V.O. möchte dieses Bild haben, diesen Text von dem Buch, bla bla bla. Gut. Bekommen wir die kleine Papiersäule und senden den Künstler gleichzeitig, müssen die Bilder an der Wand bringen. Rote Tinte gebraucht. Dann kommt der Aufsieger. Ja. Die Mokbar kann hochgehen, da kann ich von Mokbar machen, denn ich habe sie gedacht, da kann man verschwinden. Was ist denn das?
weißer Kristall, Alabaster, dann das Ionische Braun Alabaster, dann die Bruna Alabasterstein. Bruna Alabasterstein ein bisschen selten. Okay? Dann wir nehmen die Alabasterstein von Bewusster nach dem Tal der Königer Berge im 50 Kilometer ungefähr mit Kamel oder Esel. Warum? Wir haben keine Straße für die Augen. Dann dieser Mann hier, wir machen die Form auf Schale, Aschenbrüche, Statue, Opelis, alles mit Hammer. Dann das hier, die erste Stöpfe, die Vase, können Sie holen bitte? Siehst du, sehr schwer, ein Ruck, eben. Dann, das ist die erste Stöpfe, die Vase. Dann, wir machen Schütze mit Baumwolle, mit Kleb, mit Alabasterpulver. Warum? Das ist verstärkt die Vase. Dann, wenn die Loch machen, das ist kein kaputt. Dann, wir machen die Loch mit dieser Handmaschine. Okay. Wir müssen werden Baumwolle mit drei verschiedenen großen 5 Eule. Das machen die Wasser mehr weich. Dann wir machen gleich die Fersleute. Stein mit Stein. Dieser Stein heißt Gerbstein oder Sandstein. Wir machen Stein mit Stein, wir machen mehr weich. Kannst du noch holen? Das ist leicht. Das ist hier die Handarbeit, sehr leicht. Das hier die Maschine. Selber Stein kann sie holen. Selber Stein, aber Maschine ein bisschen schwer. In 5 Stunden wir machen ein Stück mit Maschine. In 7 Tagen wir machen ein Stück mit Hand. Jetzt. Ein Euro. Wir sagen das nicht hier. Das ist letzter Preis. Ja. Okay. Dann, jetzt sehen wir ein. Wir sehen vier verschiedene typische Steine. Wir sehen auch, welche die echte Steine, welche die falsche. Bitte schön. Hier. Hallo. Langsam, langsam. Aber schnell bitte. Okay, noch eine Minute, dann fertig. Ich bin da. Aber hallo, ich bin da. Langsam, langsam, aber schnell bitte. Okay, wir sagen draußen die Alabasterstein, drei verschiedene Farben. Hallo. Aber ich will eine Nusche. Großer Wow, großer Aber. Okay? Dann, das ist hier die weiße Alabasterstein. Wow. Dann, das hier die braune Alabasterstein, die honische Braun. Dann, das hier die selten grüne Alabasterstein. Mensch, okay. Dann gibt es viele Leute im Straße oder im Laden, sie verkaufen 2 oder 3 Stück, sie sagen, das war Selbststein, das nicht echt, das nur. Gibt es die Malen oder Plastik, das mit den Chinen. Die Basaltstein, ein vulkanischer Stein, dann draußen oder drinnen die Farbe gleiche, dann brennt nicht auch, sehr schwer. Wie gebraucht das für Glückskäfer oder Statue, Vase, viele andere Sachen. Auch die ägyptische Frau gebraucht das für andere Sachen. Wissen Sie was? Nein? Nein? Wenn sie hat ein Problem mit seinem Mann, sie macht Kopf kaputt. Sie nehmen bitte Waffe. Happy birthday to you. Cha cha cha, shukran. Das ist leuchtet im Dunkeln. Wir haben auch Lapislazulit und Malachit. Wir haben Basaltstein, Kalkstein, wir haben Granitstein auch. Immer runter hier, wir haben Onyxstein, das ist ein seltener Stein. Dann, jetzt wir haben Gastfreundschaft gratis. Dann wir haben Sauberkeit auch da. Jetzt kann sie überall laufen, wann gefällt sie an Sachen, kann sie bezahlen.
ägyptischer Pfund oder irgendwo da Visa Card, Dollar, Mastercard, Telefoncard. Wann hast du kein Geld, keine Karte? Kannst du tauschen mit Karte.